Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir möchten euch heute eine biblische Geschichte erzählen und die heißt David und Goliath nach 1. Samuel 17. Es ist Kriegszeit. Hier sind die Soldaten aus Israel. Beim Zelt ist sogar König Saul. Und die haben ein Problem. Und das Problem ist auf der anderen Seite. Dort sind nämlich die Philister. Die Philister geht es gut und die sind gut gelaunt. Warum? Weil sie hatten einen Riesensoldaten, Goliath. Goliath war wirklich riesig und 3 Meter groß. Er trug einen riesigen Helm, eine Rüstung und einen langen Speer. Jeden Tag machte Goliath sich über Gottes Volk lustig. Na kommt schon, kämpft mit mir, ihr Schwächlinge. Dann sagte Goliath schlimme Dinge über Gott. Die israelitischen Soldaten hatten große Angst vor ihm. Sogar ihr König Saul fürchtete sich. Darum schickte Gott David vorbei, den jungen Schafhirten. Ich habe keine Angst, sagte David. Die Soldaten schrien: Du hast keine Ahnung, was du da gerade sagst. Du hast Goliath noch nicht gesehen. Sogar König Saul sagt: Du bist doch so jung. Lasst mich zu ihm. Gott steht auf unserer Seite. David trug aber keine Rüstung. Er hatte nur eine Schleuder und eine Tasche mit Steinen. Furchtlos marschierte er auf Goliath zu. Hier schrien die Soldaten aus Israel noch einmal: Mama mia, der ist noch größer als gestern. Armer David, das ist sein Ende. David stirbt heute. Bestimmt, er hat überhaupt keine Chance. Was willst du, du kleiner Knopf? Fragte Goliath David. David schrie zurück: Du kommst vielleicht mit gefährlichen Waffen, aber ich komme im Namen Gottes. David legte einen Stein in seine Schleuder und machte sich bereit. Zielte auf Goliaths Kopf und feuerte. Aua! Goliath stürzte zu Boden. Die Philister hatten jetzt große Angst. Die Israeliten dagegen freuten sich riesig und jubelten. Was sagt uns eigentlich diese Geschichte? Warum haben die Soldaten aus Israel am Anfang Angst gehabt und haben gar nichts getan? Lorena. Weil sie auf Goliath geschaut haben. Genau, sie haben auf Goliath geschaut, auf das Problem. Und je mehr Zeit vergangen ist, desto größer wurde das Problem. Und was ist passiert? Was war die Folge? Sie waren gelähmt, haben immer mehr Angst gehabt und haben keinen Ausweg gesehen. David hingegen war mutig und hat keine Angst gehabt. Warum? Weil er auf Gott geschaut hat. Er hat ihm vertraut. Genau, er hat Gott vertraut und um das geht es heute. Gott zu vertrauen ist das Beste, was wir tun können. Jemand hat einmal was gesagt: Schau auf Goliath, auf das Problem, und du wirst fallen. Schau auf Gott, vertrau Gott, und das Problem, Goliath, wird fallen. Genau. David hat Gott vertraut. Und es gibt noch etwas, was er sehr gern und sehr oft gemacht hat, so lesen wir es in der Bibel. Er hat Zeit mit Gott verbracht. Und da ist eine tiefe, schöne Beziehung entstanden. Wie wäre es, wenn wir jetzt auch zu Gott gehen und mit Gott sprechen? Ja? Also ich möchte jetzt beten und wenn ihr einverstanden seid, sagt ihr? Amen. Ihr könnt gern mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dich haben. Danke, weil falls wir im Leben Goliath haben, Probleme haben, müssen wir nicht allein damit fertig werden. Du bist bei uns. Danke für David, sein Vorbild. Und genauso wie David möchten wir dir vertrauen. Danke, dass du uns liebst. In deinem Namen. Amen. Amen. Zum Schluss noch eine Aufgabe für euch. Diese Woche, jeden Tag, zum Beispiel wenn ihr aufsteht oder beim Frühstück mit der Familie, beim Mittagessen, dass ihr einfach das Gebet spricht:
Gott, heute entscheide ich mich oder wir entscheiden uns, auf dich zu schauen, dir zu vertrauen. Ist das eine gute Idee? Ja. Machen wir es selber? Ja. Gut. Dann, wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Tschüss. Tschüss.